Hallöchen Leute an diesem zweiten Weihnachtstag und herzlich willkommen zur nächsten Runde Seven Days to Die. Wir hatten, glaube ich, alles vorbereitet und brauchen nur noch in die Mine. Du kannst noch mal weg. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich habe gar nicht genug Kaffee und so dabei. Völlig unvorbereitet hier. So. Kaffee. Oh, zwei her hier. Einen Stahl und so brauchen wir auch erstmal nicht. Da unten ist auch noch Schwarzpulver. Quatsch. Sprengstoff. Da kommt der Kaffee hin. So, jetzt aber los. Ich brauche noch ein bisschen Eisen, zumindest in der Nacht. Den Weg immer nicht genommen habe. Schon so viele Folgen. Und irgendwann bei über 100 entdecke ich diesen Weg erst. So, guck, ob ein Wolf hier ist. Ah, Monster Lag. Was soll denn das? Fetter Wag oder so. Das Licht auch noch mal an. Kaffee. Schon mal rennen. Nehmen wir doch schon mal alles mit. Oh, warte mal, wenn ich den abhaue, dann fällt vielleicht was runter, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Bum, 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 bum. Da sind wieder zwei Eisen runtergefallen. Das macht jetzt auch nichts mehr aus. Wir sind ja im Endspurt Alpha 20. Nächste Eisen weg. Kriegen wir auch noch einiges, ne? Kriegen wir den auch noch? Ja! Oh, 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 oh. Da ist auch noch ein. Na, jetzt fällt hier doch der Sandblock hier runter, oder? Nicht? Natürlich auch Kohle und Nitrat brauchen könnte.
für Munition. Aber in der Nacht wollen wir mal nur Eisen. Den noch. Boah. Da hacke ich mir lieber den Boden erstmal nicht weg. Naja, hier gibt es ja doch genug. Zombie. Bevor der hier irgendwas kaputt schlägt. Zu weit. Er kriegt jetzt erstmal. Ist schon tot? Nee, der bewegt sich doch. Ach ja, stimmt ja. Die Muni war ja alle. Müssen wir es halt so machen, ne? Jetzt haben wir natürlich geschossen. Irgendwas angelockt. Jetzt können wir endlich die neue Muni ausprobieren. Schön repariert. Sonst noch was kaputt? Warte mal. Hier. Okay, das ist nur ein Block. Dreck. Ein Block Dreck brauchen wir natürlich nicht reparieren. Tja, was war das noch genau? Eisendarts müssen wir wieder noch in Auftrag geben. Und wenn wir dann aufmunitioniert haben, dann haben wir es eigentlich geschafft. Einundsechzigster Tag. Da könnten wir eigentlich in diese Stadt fahren und schon mal mit diesem Hochhaus anfangen zu looten.
Ich brauche gar keinen Kaffee mehr, ne? Wenn so wie das aussieht. Ja. Hoch genug gelevelt, dass man keinen Kaffee mehr braucht. Das ist natürlich sehr nice. Level up. Ja, auch wenn wir Eisen ein bisschen mau sind. Ja, brechen jetzt schon mal ab. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich auf einmal so fett? Mist. Ich wollte mit Empyreon aufheben, hat nicht geklappt. Jawohl, wunderbar getroffen. So, wie sind wir hier ausgerüstet? Da kommt der noch rein. Dann haben wir alles dabei, weil das brauchen wir nicht. Das nehme ich lieber alles mit. Oh, über 10.000 Eisen gesammelt, wunderbar. Du kriegst jetzt hier mal 6. Oh, hier ist auch schon wieder jede Menge fertig. Da sind Darts schon in Arbeit. Jetzt hab ich doch da unten Wolf gehört, oder? Hier packen wir den Lehm mal dahin und Eisen dahin. Oh, wir brauchen neue Kohle. Oh, schon nicht mehr viel von haben. Die Darts brauchen wir uns also erstmal nicht kümmern. Tisch. Ja, ja, da unten laufen Wölfe rum. Oder zumindest einer. Ja, bisschen sortieren hier. So, Steine. Du brauchst natürlich trotzdem ein paar mit, aber nicht so viele. Holz könnte man zwar unterwegs auch hacken, aber so ein bisschen was nehme ich mir mit. Boah, Eisen und Stahl sieht auch wieder gut aus. Ja, ist Tool, das packen wir weg. So, 7 mal Futter, 3 Reparaturkits, Kaffee nehmen wir auch nicht mit. Wir nehmen uns davon her mit. Rest müssen wir finden. Komm hier, ich bunker mir da auch ein bisschen Juckersaft. Jawohl. Die ganze Money. Bomben nehmen wir auch mit. Mal überlegen, ich lasse mir mal ein Stack hier. Der Wolf ist irgendwie unzufrieden da unten. Wir nehmen uns noch ein 300er Stack mit, aber das hier nicht. Hier eine Pike mitgenommen.
die da wieder reinlegen. Ja. So, das haben wir ein zusätzlicher Money mit. Was noch die Penner-Eintöpfe mit. Einen roten Tee reinziehen. Warte mal, 84 Schuss. Müssen unbedingt an der Werkbank gemacht werden. Die Panzer brechen denn auch? Ah, grober Schrot. Das ist ein bisschen überlastet hier. Der ist bald fertig. Ach so, ja. Der hat natürlich aber kein Blei. Ja, okay, der hat auch fast kein Blei. Wir haben nämlich fast kein Blei. Ne? Scheiße. So ein Mist, ey, können wir keinen groben Schrot machen und den haben wir auch nicht mehr. Müssen wir panzerbrechende Munition machen. Das machst du mal. So. Also da bin ich hier. Ja, ich bin doch gleich da. Wo ist er denn? Ich blind? Ich meine, ich bin blind, aber. Da ist er. Ich würde mal sagen, der hat direkt bekommen. Ja, ich hab keinen Bock, was zu vergessen. Genau, wir müssen uns noch ein paar Kits machen. Oder warte mal. Genau, ich wollte es nicht sagen. Da haben wir welche auf Tash. Trotzdem sollten wir natürlich noch welche machen. Noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Klebeband. Zakikowski, sind wieder welche in Arbeit. Der ist auch open. Kohle, Tisch. Ah ja, und 61. Tag, da kriegen die neue Angebote. Ich hol mir den Wolf jetzt auch nicht mehr. Ich hab genug Fleisch. Nein. Immer zu viel Empyreon-Style hier. Die ist hier auch immer noch nicht wieder auf. Füllt die sich nicht auf? The apocalypse isn't so bad. Nee, ich finde das auch nicht so schlecht. Ja, Zombie-Survival macht doch immer Spaß. Kunst des Bergbaus hat er hier schon wieder. Da du jetzt weißt, wie du dich zu bewegen hast, kommst du im Fall einer Rutschung meist heil davon. Erleide 50% weniger Schaden durch eingestürzte Minenschächte. Ja, ich denke mal nicht, dass ich das brauche. Ich habe nur eine 3er AK. Hier sind zwei 4er. Hm. 7-4. Dead. Game ist fast vorbei? Hm, das ist aber nur sein Secret. Was hat er hier noch? Oh ja, ja, richtig viel.
Kaufe ich mir so eine AK? Na klar. Warum auch nicht? So. Ja, verändern. Tisch. Verändern. Tisch. Oh, auch in eine Vierer dürfen nur zwei rein. Was soll der Scheiße? Jetzt gehe ich aber doch nochmal in die Base zurück. Ja, es verzögert sich jetzt alles hier schon wieder. Ja, zumindest eine bessere AK. Denn jetzt gucken wir mal, ob wir nicht noch ein paar Mods in die andere AK reinbauen können. 7440 haben wir jetzt bezahlt. Ja, es pisst natürlich. Ach, warte mal, Mods. Was haben wir denn hier? Was ist das? Vergrößerter Gewehrlaufmod. Zack, da kann ich schon mal rein. Schrotflinte. Kräftiger Griffmod. Das ist auch Schrotflinte. Panzerplatte. Den kann man nicht reinmachen, ne? Den kann man bestimmt nur in Kleidung reinmachen. Zumindest einen reinballern. Gibt es ein bisschen mehr Kohle. Reparieren. So, dann gleich noch verkaufen. Oh, Verkaufspreis 550 und eine Vierer für 7440 gekauft. Trader, machst du Wucher oder was? Also von diesem Arschloch-Trader da in dem anderen Dorf. Erwarte ich sowas. Ah ne, der ist ja in der Stadt, ne? Das Arschloch. Aber du bist doch immer so nett. Warum bist du so ein Geizkragen, ey? Du bist lächerlich, ey. 550. Tja, reicht nicht ganz. So. Much obliged, Stranger. Ja, so. Ich setze mir lieber einen roten Marker. Kann ich immer besser fahren? Was ist denn die große Stadt? Das ist doch die. Oder nicht? Hätte ich mir da nicht das Outpost markiert? Ah, nee. Alter, hier sind schon wieder noch eine weitergefahren. Stimmt ja. Also, hier haben wir noch eine große. Und hier ist noch eine große. Und. Da oben ist halt, also hier ist noch eine. Voll geil. Wahrscheinlich ist hier unten im Süden auch noch eine. Da. Da wollen wir hin. Können wir gleich nachtanken. Warte mal, das legen wir oben dann in der Base ab. Genau wie das alles. Weil ich auch immer noch kein Dröhnchen habe, ne? Das ist auch ziemlich nervig. Das lassen wir erstmal da. Ne, warte mal. Wir tanken, wenn wir angekommen sind. Ah, jetzt gibt es erstmal eine lange Tour. Was? Ich bin mit meinem Wurstfinger auf E gekommen. Oh, ja, monströse Exit.
Ach ja, stimmt ja, da kommt das scheiß Gebirge. Ey, ich hätte mir den Marker noch nicht setzen sollen. Der war hier auf die linke Seite so geil angesetzt. Dass man schön ums Gebirge rumgefahren ist. Tja, das kann ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Ich fahre bei hier schon, also ne, weiter, noch weiter rechts fahre ich auf keinen Fall. Bisschen Motocross muss schon sein. Das macht ja auch keinen Spaß, ne? Ja, kriegen wir mal einen geilen Jump hin irgendwo? Ja, das ist zu steil. Ey, Zombie. Right, Fusion hier. Jetzt auch, oder? Jawohl, das war nicht schlecht. Sind wir schon in der Ebene. Da vorne müsste gleich die erste Stadt kommen. Die haben wir eigentlich schon ganz gut erkundet. Aber wenn ich jetzt hier so nach Osten fahre, müssen wir eigentlich den Rest noch erkunden. Ne? Aber das ist zumindest schon mal aufgedeckt. Da kommt eine Straße. Und Graben! Ja, das ist auch so ein Gebäude, oder? Ist das ein anderes? Barrel Buffet? Schnauze. Was ist das hier, ey? Da drüben ist Poppin' Pilz. Kann man hier was erkennen? Ah, das ist auch Poppin' Pilz. Ah, geil, ey. Das ist jetzt die Poppin'-Pilz-Zentrale. Sieht auf jeden Fall so aus. Ziemlich groß. Geilomat, ey. Ist durch. Das finde ich halt auch geil, ey. Solche Sachen, das macht so eine Stadt halt einfach cooler. Dich kriegen wir. Geil. Dann müssen wir natürlich durchfahren. Nein, nicht den Hasen überfahren. Sowas darf man nicht machen. Ich gesagt, ich finde diese neuen Gräben und so echt toll.
Überhaupt mittlerweile so, das ganze Stadtdesign ist echt klasse gemacht. Den Trader. Muss ich noch gar nicht markieren. Ja, ich beim letzten Mal habe ich genau hier irgendwo angehalten, ne? Naja, hier waren wir noch nicht. I'm kinda busy. You, was geht you? Er hat nur 3 AKs. Tja. Handbuch automatische Waffen. Ach, Maschinengewehre. Kurz und schmerzlos lautet die Devise. Sei der härteste Typ auf dem Schlachtfeld. Fertige M60 Maschinengewehre. Das haben wir aber schon. Du, irgendwas, Judith? Ja, Chemiestation. Eine 2er Kettensäge. Alter, natürlich ein ziemlich unmoralisches Angebot, ne? Ich weiß allerdings nicht, wie schnell ein 2er ist. Da nicht meine Axt vielleicht fast genauso schnell ist. Ach kommt, ey, die kaufe ich mir. Ja, ist schon erledigt. Jetzt haben wir auch eine Kettensäge. Ja, ist doch toll. Haben wir hier noch? I guess you're not so bad after all. Ja, ich hab dir doch gut Geld gegeben, ey. Oh, hier war nochmal eine Bar und ein Handtäschchen. Noch ein paar Dollar, die wir ihm verkaufen können. Eine muffige Tasche. Das ist hier im Klo noch. Ah, stimmt, das ist der Trailer. Ist voll geil, dass sie hier auch reinkommen. Das haben sie, glaube ich, früher nicht gemacht, ne? Bin mir noch nicht ganz sicher. Dich weg. Genau, das war der, wo man die reingekannte. Ja, okay. So nicht. Es muss eine Horde sein. Turm? Gibt's im Turm irgendwas? Nö. Nur eine kleine Horde auf mich angesetzt, ne? Früher war in diesen Kisten immer nichts drin. Die früher so oft gelootet, nie war was drin. Genau, jetzt kommt man, glaube ich, bei ihm irgendwo raus. Ne? Und das ist so krass, ne? Da hast du nicht durch, ey. So, und wir haben hier aber das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.